Schönen guten Tag zu einem neuen Attest vor idyllischer Seekulisse. Das ist der Stölpchensee. Aber das nur nebenbei. Heute gibt es wieder was zum Naschen und zwar Jogorette. Wieder mal. Jogorette ist ja ein gern gesehener Gast im Attest. Diesmal mit der Sorte Mangolassi. Ich muss dazu sagen, ich liebe Mangolassi. Wenn wir beim Inder essen gehen, ist Mangolassi Pflicht. Und ob die Jogorette das so hinkriegt, werden wir gleich sehen. Der fruchtig-frische Geschmack von Magermilchjoghurt und Mangolassi, umhüllt von zarter weißer Schokolade, macht Jogorette so unwiderstehlich lecker. Naja, wow, schauen wir mal. Ja, gut gekühlt aus dem Kühlschrank ist Jogorette ein einzigartiger und frischer Genuss. Sie lag jetzt ein paar Stunden nicht im Kühlschrank, aber ich finde, das macht sie jetzt auch nicht. Ich sag mal, so Zucker und so ein Kram müssen wir auch nichts weiter sagen, weil es ist ein Schokoriegel, da ist natürlich Zucker drin. Und ja, deswegen machen wir es kurz. Farbe der Jogorette natürlich Mangolassi gelb. Ja, so vielleicht besser, ne? Mit weißer Schokolade. Oh. Wenn ihr mal guckt, das ist alles weiß. Ich glaube, ich habe die falsche Sorte, weil sie schmeckt nach Kokos. Ernsthaft? Es schmeckt wie Kokos. Was ist denn da los? Also ja, man schmeckt so, es ist so ganz süß. Man kann sich auch vorstellen, dass es Mango ist. Aber man kann auch sagen, es könnte auch Kokos sein. Es ist so ein bisschen so ein ganz komischer, wahllos erscheinender Geschmack. Ich meine, das sind alles wahrscheinlich hier nur Geschmackskram. Das ist ja auch nur Typ Mangolassi. Wobei ich ja nicht weiß, wie die Regeln sind, was da draufstehen muss und so weiter. Ich kann ja mal trotzdem mal nachgucken, was hier so inhaltsmäßig, hier steht ja auch inhaltsmäßig, ach doch hier, Magermilchjoghurt Mangocreme. Da ist dann Zucker, Traubenzucker, Magermilchjoghurtpulver, weiße Schokolade, Butter Reinfett und Mango Granulat. Also es muss nach Mango schmecken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Finde ich total lustig. Es schmeckt wirklich so ein bisschen nach Kokos. Aber wenn man mal so eine Weile drauf kaut, ist dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen Mango und Mangolassi. Mangolassi ist also ein bisschen dieses Joghurtmäßige. Ja, also ist irgendwie ganz okay. Aber diese Geschmacksverirrung, die verwirrt mich jetzt ganz ehrlich. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Sowas hatte ich auch noch nie. Bildet euch selbst ein Urteil. Kommt ihr am besten selbst und dann schaut mal. Jogorette Mangolassi am Stölpchensee.